Worum geht's denn? Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Was sagst du jetzt? Genau! Hey, ich will keine Schwierigkeiten. Oh, was ist los? Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Ja! Hey, ich will keine Schwierigkeiten. Oh, was ist los? Bist kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Genau! Hey! Was ist dein Problem? Warum geht dir Travis auf die Nerven? Ha, warum mischst du dich in was ein, das dich nichts angeht? Und jetzt verschwinde! Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Ich hab keinen Schimmer, wovon du redest. Die ganze Situation riecht nach Ärger. Ich hab damit nicht angefangen. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Du kannst die Sache klären, wenn du es nur versuchst. Ah, das scheint mir keine gute Idee zu sein. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Willst du denn nicht, dass damit Schluss ist? Ja, aber... Nichts wird sich ändern, es sei denn, du tust was dafür. So schlimm ist es nicht. Ich komm schon damit klar. Sei nicht so ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Oh. Okay. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Dame... Das reicht. Entschuldigung. Hast du gerade was gesagt? Ich bin bestens über sie informiert. Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe! Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Warum mache ich das nur? Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Oh, lass mich drüber nachdenken. Ein Kiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Schwör ab, Alter. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Ich werde wiederkommen. Das ist noch nicht vorbei, hörst du? Ach, fick dich. Ich bin zwar Arzt, aber ich habe doch ein kleines Laster. Ein schneller Drink nach der Arbeit. Mhm. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Mhm. Hey, hi. Mal wieder. Hi. Hey. Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow! Einfach nur, wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin! Das war irre! Wow! Hey, ich... Danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen.
Hast du in letzter Zeit die Mauer gesehen? Die ist blau, verdammt. Zu schade. Was? Egal. Das lief doch gut. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Dieser letzte Teil war alles andere als idiotensicher. Du lebst, Travis lebt, alles ist gut. Und der nächste Teil ist einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Warum soll ich das unbedingt machen? Denk doch mal nach. Ich bin Scarlets Boss. Wenn ich ihr sage, sie soll sich mit Travis treffen, könnte sie glauben, dass sie plötzlich keine Kellnerin mehr ist. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Wie läuft es mit der Kuppelei? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Lass mich drüber nachdenken. Viel Glück bei der Suche nach mutiertem Farnmann. Das dürfte kein Problem sein. So, du hast die Mauer zu einem blauen Monster gemacht. Ist es so schlimm? Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Gut, in Ordnung. Haben alle Fremden so komische Sachen an wie du? Schon möglich. Miss? Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich hab schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Warum bist du so nervös? Was soll denn schon groß passieren? Glaub mir, ich kann mir da schon einige ziemlich schlimme Dinge vorstellen. Hey, ich bin einfach noch nicht bereit dazu, okay? Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch, also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Wenn du dir die Haare schneiden lassen willst, sprich mit John im Supersalon. Das ist gut.
wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City-Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Ja, ich bin bestens über sie informiert. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt, diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet, dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen, also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Nein, weiß ich nicht. Er hat sich immer um sie gekümmert. Ich habe mich lieber von ihnen ferngehalten. Travis könnte es wissen. Frag ihn mal. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass Vadim was passiert. Yefim. Hallo. Bin beschäftigt. Wenn Sie das sagen. Scarlett. Ich mach grad Pause. Hey, hallo. Was gibt's? Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Duckout entführt und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Was? Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Du hältst das für einen Witz? Ist es aber nicht. Das ist mein Ernst. Moment, was? Echt jetzt? Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt... Dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Es wird vermutlich gefährlich. Ich schätze, das wird ziemlich übel. Ich bin nicht dumm. Das ist mir schon klar. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorge mir eine Waffe... Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Ich mach grad Pause. Als Kellnerin im Duckout zu arbeiten, hat meinem Gehör nicht gerade gut getan. Aber dafür kann ich schreien. Das klingt interessant.
Weiß nicht, was du suchst. Kein Problem. Ich mach grad Pause. Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Nein, kann ich nicht. Hey, hallo, Lady. Hey. Wie ich sehe, hast du einer dieser tollen Vault-Anzüge. Eine Einheitsgröße für alle, was? Was denkst du denn? Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Hast Glück, dass du in der Nähe des großen grünen Juwels bist. Na, wenn du meinst. Ich habe es einfach drauf. Wollte ich dich finden, Mensch! Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte! Das Commonwealth uns gehört! Leck mich! Freak.
Scheint wirklich was zu werden. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert doch nichts, oder? Weißt du sonst noch was über diese Brauerei? Nicht wirklich. Ich meine, ich glaube, sie haben sich hier mit ihrer kleinen Gang eingenistet. Es sollten nicht allzu viele sein. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst.